Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Oh, wir tauschen die beiden jetzt aus. Das ist ja mega brutal. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer brandneuen Folge von Portal 2. Ich wollte gerade wieder Trailer 2 sagen. Wir haben beim letzten Mal GLaDOS, Turmproduktion und das Nervengift ausgeschaltet und sind jetzt auf direktem Weg zu ihr. Wheatley haben wir leider auf dem Weg verloren, der kommt aber noch nach, hat er gesagt. Guck mal, die hat sich ja wieder einen neuen Raum errichtet. Aber hier der Weg ist kaputt. Wir müssen hier entlang. Müssen wir nicht? Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Nee, da hängt ja schon ein Portal. Oh oh. Ich will ja nicht runter. Nein. Das ist schon wieder. Wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Oh, das ist aber ein schöner Raum hier. Mit einem Klo sogar. Aber im Ernst, mach's gut. Nein! Ha! Ja, klar, das klappt nicht so ganz, ne? Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Ja. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Okay. Hallo? Guten Tag. Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Da hast du die Entsorgung entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Oh, wir tauschen die beiden jetzt aus. Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh, ja. Nein, 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 nein. Pad entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Ausleihen-Pad-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pad-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin. Drück einfach drauf. Tu es Knopf. Nicht. Doch, was willst du dagegen tun? Drück nicht den Knopf. Ich drück. Ah! Denk darüber nach. Ich drück den Knopf. Autorisierte Personen dürfen Nein. diesen Knopf drücken. Ich bin autorisiert. Dazu. Doch, natürlich. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Was? Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Gelöst. Was willst du tun? Warte, und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein, nein! Das ist ja mega brutal. Ja. Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm. Fahrstuhl, vielen Dank. Wie klein du doch aussiehst da unten.
Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutend. Ich habe immer gedacht, bitte? Wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Ist das meine Überraschung endlich? You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich will sie vergessen. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Tschüssi. Wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Jetzt da. Sag mal, warum müssen sie ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Nein, stopp, stopp, stopp. Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weebly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Warum ich? Was tust du da? Nein, nein, nein. Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Ich red doch nicht mal. Ich bin der Oberboss. Nein. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Hirn festgesetzt und einen Endlosstrang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Lados, mach doch was! Du bist eine Kartoffel! Er stürzt. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Was für ein Prozessor? So schlimm wie du kann er nicht sein. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Nee. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ah! Das hört sich nicht gesund an. Taube. Die nimmt GLaDOS mit. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich irgendwie ganz unten. Hat er die Anlage übernommen. Wenigstens haben wir unsere Kanone noch. Was ist denn das hier eigentlich? Das sind so riesen Turrets. Guck mal, irgendwie sind wir draußen, aber irgendwie auch nicht. Soll ich hier lang? Zack.
So, aber GLaDOS ist jetzt erstmal weg. Wo genau soll ich hin? Ah, nee. Ich da runter? Ach so. Musik sehr mysteriös. Do not enter, keep out. Ja, gehen wir doch hier mal rein, ne? Ich komm gar nicht rein. Ansicht vergrößern. Oh, ich kann ranzoomen. Aber wohin? Ach, da. Zack. Das wusste ich gar nicht mehr, dass man auch zoomen kann. So, da. Zack. Do not enter. Und was haben wir hier Schönes? Keep out. Achso, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich habe hier sehr, sehr viel Freiraum gerade. Oh, das sieht nur so aus. Zack. Ganzen Wissenschaftler hier eigentlich zurecht? Wir müssen ihn ja wieder wegholen. Am besten einen Kerntransfer. Und nichts passiert. Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt? In welchem Atombunker? Kann ich hier Portale setzen? Ja, kann ich. Hier fließt doch überall das Gift entlang. Was haben wir denn da oben? Schönes. Hallo? Ein Knopf. Ah, die müssen beide aktiviert sein. Hä? Wie zählt denn das Ding? Ich glaube, wir haben es geöffnet. Die ist ja echt riesig. Das sieht nicht so aus wie der normale Eingang. Was auch immer die da geheim halten wollen. Eine Wand. Mit einer Minitür. Und einem Stuhl. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist diese Sülze überall. Danger, ja, hier kann ich schwimmen, ich weiß. Ich habe auch das Gefühl, ich komme immer tiefer. ...1952. Ist das eine Jahreszahl? Was ist das? Wird hier immer spannender. Schön, nur aufmachen. Aber ja! Ihr habt euch auf der Fahrt hier schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich
vorstellen. Ich bin Kate Johnson. Ihr gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon drein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Der Wissenschaft. Ja, der Cave Johnson, diejenigen oder diejenige, die das die den ersten Teil verfolgt haben, die haben den Namen schon mal gehört. Hä? Denn scheinbar, was ich selber nicht wusste, kriege ich das hin? Nein! Wie mache ich das denn? Nein! Hä? Ich muss irgendwie da hin. Ach, da oben! Ah, sorry. Aha. Das hat viel zu lange gedauert. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Nee, hier komm ich nicht. Das Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Ich kämpfe jetzt gegen die Gottesanbeterin. Will ich das? Das scheint ja damals... Zahl, die da stand, 1953 oder was es war, stand ja scheinbar echt für das Jahr. Das hier sind die Anfänge. Und die Fahrstühle dürfen natürlich nicht fehlen. Ja, Freunde, das wird hier alles sehr, sehr spannend. Wir durchleben jetzt die Geschichte von Aperture Science beziehungsweise Aperture, wie hieß denn das damals? Ich weiß es nicht. Langsam weiß ich auch, warum das hier so riesig ist. Die haben die ganzen alten Testräume hier drin gehabt. Die haben irgendwie neue, die haben Notfalltesträume. Muss ich da hin? Guck mal, sogar richtig hingesetzt. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das Cola? Ist ein vorübergehender Effekt. Ach, Kohle. Wenn aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Wo muss ich hin? Ja, also hier wieder. Ah, guck mal. Kann ich irgendwo springen? Da bestimmt. Moment. Also ich kann hier auch die ganzen Treppen runtergehen. Da muss ich hin und da komme ich hin, indem ich da ein Portal hinsetze. Heißt, ich muss von hier irgendwo runterspringen. Ah, wahrscheinlich vom Fahrstuhl. Irgendwo zum Fahrstuhl. Da unten. Da kann ich reinspringen. Hier. So, oh Gott.
Zack. Pump Station Alpha. Oh Gott, jetzt läuft hier auch ein Pumpwerk. Gel Flow? Gott, was läuft denn da jetzt entlang? Ich muss da hoch, kann das sein? Muss ich dem folgen? Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so albern. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Und ab nach oben. Ich würde dann sagen, das erkunden wir alles beim nächsten Mal. Also seid gespannt auf die kommenden Folgen von Portal 2. Wir erfahren, wie schon gesagt, die komplette Geschichte mit Cave Johnson. Was mit dem passiert ist und warum er am Ende selber fliehen musste. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao. Es wird immer dunkler. Thank you.